Guten Morgen. Der Wecker hat gerade geklingelt, ist 7.30 Uhr. Von nur 3 Stunden Schlafen, da sind 10 draus geworden. Naja, 10. Naja? 7. Ja. Krass. Draußen scheint die Sonne. Die kommt ja aber nicht rein, weil die Fensterladen alles zusehen. Oh. Aber da kommen hier Wetterwolken. Wir müssen los, ganz schnell. Grüezi miteinander. Seht's, feine Wetter. Zum Zähneputzen nehmen wir hier einfach Pfefferminzbonbons. Hier kannst du mal einstecken. So, danke auf jeden Fall an die Almbetreiber, dass sie es hier für uns offen gelassen haben. Ja. Krass, Bergziegen. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, genau auf dem Kamm da oben. 3 Stück. Cool. Die beobachten uns, was wir hier machen. Hier vorne, guck mal. Erdmännchen oder so. Murmeltiere. Murmeltiere. Ein bisschen über dem hellen Fleck auf der Wiese. Murmeltiere, die spielen in der Sonne. Königsdach ein. Wahrscheinlich. Ja. Weil guck mal, das andere da jetzt ja hoch. Ach du Scheiße. Na, das ist der. Das ist ja wohl Göll oder so. Gott sei Dank muss da oben unten sein. Ja, und ich glaube, wir sind hier richtig. Lassen sich ja nicht stören, die haben ja ihre Ruhe. Wir sind ja hier vorne, das ist ja nicht mal weit weg. Aber was das für Riesenviecher sind. Krass. Der Weg, nee, der Weg geht zu dem anderen Winter. Ach so, nee, dann können wir hier nicht lang gehen. Oder sieht von da aus noch weiter in die Richtung? Kann natürlich auch sein. Ja, müssen wir wohl lang gehen. So, da sind wieder die Murmeltiere. Gut, jetzt verschwinden sie alle in den Bau. Da sind sie noch beide auf der Wiese und spielen. Krass. Die sitzen da und gucken, was ich mache. Unterirdischen Riesenbau. Guck mal, wie nah die Navi dran sind. Jetzt hauen sie aber auch ab. Königssee, ja. Da jetzt auch zu ihrer Mittelstation.
Ja, es wäre schön, wenn ihr, wenn das denn guckt, die Schilder, wenn Durchgang verboten ist, oben an der Kreuzung schon hinstellt, wenn Baumfällung ist und nicht erst da, wo die Bäume gefällt werden. Weil dann läuft man nämlich den ganzen Weg zurück. Und das über einen Kilometer. Wenn das mal reicht. Ja. So, wir sind wieder in der Zivilisation. Ach ja, ein Abenteuer geht zu Ende. Das sind sie doch wieder. Jennerbahn-Talstation. Und alle Wanderer, die laufen jetzt von hier aus los. Jetzt fängt es langsam an mit dem Tourismus. Und wir kommen von da, wo alle jetzt hinwollen. Ist schon cool, ja. So, nach unserem kleinen Abenteuer am Königssee gucken wir heute mal hier beim Hotel zum Türken. Hier soll ein Bunkereingang sein. Filmen und Fotografieren verboten. Okay, gut, so viel dazu. Krass. Und? Alter, hier drunter, ja. Bunkereingang. Das ist definitiv ein Bunkereingang, man kommt aber nicht rein. Schade, Hotel zum Türken ist geschlossen, da kann man ja legal drin gehen. Krass. Ja, wir versuchen hier irgendwie noch einen Bunkereingang zu finden. Ein paar weiß ich, wo sie sind, Notausgänge meistens, aber es hat alles zugeschweißt und weiß ich was. Jetzt laufen wir hier in Obersalzberg nochmal hoch und gucken, ob wir noch irgendwas entdecken. Genau, das ist die Straße, die überwacht wird. Guck mal, und hier ist alles nämlich mit Stacheldraht, dass du hier ja nicht rinnen gehst. Ja. So. Krass. Übel, ja. Ja, ist echt übel. Hier ist die Kälte, wa? Die da rauskommt. Ja. Hier ist nichts. Muss da vorne sein. Nee, ist nicht. Zu ihr schütteln. Ach, guck mal, nee, hier. Naja. Scheiße. Krass, Lüftungsschächte hoch zu ihr macht. Ja. Jo, angeblich sollen hier diesen Trampelpfad lang noch ein alter Bunkerruin sein. Wir schauen uns das mal an. Puh.
So, das ist ja anscheinend nichts. So, ich gehe mal hier weiter. Ihr könnt ja schon mal da hochlaufen, wenn ihr wollt. Er sieht ja verdammt nach einem Bombenkrater aus. Mal weg. Oh, da ist gerade ein Vieh lang gerannt. Wo? Hier? Hier, vor. Hier bei dem großen Baum. Ja. Hier. Salamander. Maus oder so. Ach, hier geht oben ein ganz normaler Weg lang. Ja. Ja, ist richtig, Schepper. Und hier? Ja. Irgendwelche Mauersteine oder so. Unten da liegt auch irgendwas drum. Ja. Ach, gut. Hier sieht man leider nichts. Da unten ist noch ein Bunkereingang. Beziehungsweise Notausgang. Man sieht nicht, ob es zu ist. Es kann noch offen sein. Denke ich auch. Ich nehme es mal mit der anderen Kamera auf. Man kriegt richtig schon Auge dafür, wo was sein könnte. Heutzutage ist es nunmehr eine, um den touristischen Bedarf zu befriedigen. Aha, also.